Hallo alle miteinander und willkommen zurück zu Die Zwerge, dem der Verspielung von Markus Heitz, seinem zeitlosen Klassiker Die Zwerge. Seit ihr mit Jerun und Andukai reist, hast du dem Ritter jeden Abend einen Teller mit Essen hingestellt. Trotzdem hat ihn noch keiner von euch essen gesehen. Du beschließt, heute besonders darauf zu achten, um zu sehen, was sich unter dem Helm befindet. Andukai sitzt nicht weit von dem Riesen entfernt und studiert die Bücher. Habt ihr schon etwas Nützliches entdeckt? Sie schaut zu dir auf. Denkst du, ich würde bleiben und kämpfen, wenn in den Büchern ein Zauber stünde, mit dem man Not-On vielleicht bezwingen kann? Euer Gott ist der Gott des Ausgleichs. Ihr müsstet es als eure Pflicht sehen, ein Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten herzustellen. Anstatt zu antworten, reibt Andukai sich die Augen und klappt die Bücher zu. Es ist zu dunkel zum Studieren. Wir sehen, was sich morgen ergibt. Missmutig blickst du der Maga hinterher, die zu ihrem Nachtlager geht. Dabei fällt dein Blick auf Jerun und den Teller zu seinen Füßen, auf dem sich kein Krümel Essen mehr befindet. Ich glaube, ich habe die Verwaschung kaputt gemacht, wer Jerun so wirklich ist. Das ist nämlich, da macht er nämlich lange Zeit wirklich ein Geheimnis drum, der Herr Heitz. Ich habe erst letztlich eine Kurzgeschichte über dieses Volk gelesen, deswegen weiß ich so viel über die. Ansonsten wird wirklich... Boah, ich glaube, wann wird er erstmal enthüllt, wie der aussieht? Im zweiten, wenn nicht sogar im dritten Buch. Glaube ich, ja. Ihr seht die Oase bereits aus einer Tagesreise Entfernung. Doch im Schimmer der Mittagssonne bist du dir nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine Fata Morgana handelt. Doch die Zwillinge bestehen darauf, dass es hier ein Dorf gibt und die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf für die Nacht treibt euch voran. Je näher ihr der Oase kommt, desto mehr beschleicht euch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist zu still und ihr seht keinerlei Bewegung. Als ihr das Dorf betretet, bewahrheiten sich eure Befürchtungen. Eure Feinde waren bereits hier. Es gibt mal wieder Katzengeballer. Aber egal, so einen wandelnden Turm bei sich zu haben, ist schon geil. Das heißt nämlich dann Sonnenbalsur, wandelnde Turme. Gut, dass diese geskripteten Szenen so wunderbar toll funktionieren. Hey, toll. Oh ne, ich kann den Tungi benutzen. Ah ne, sorry. Ich habe gerade dem Spiel Unrecht getan, es tut mir leid. Der macht ein Radau, ey. Bum, 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 bum. Der Typ ist doch einfach nur ein Haufen Stahl. Bum, 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 bum. Das ist eine Falle. Wir sollten... Willkommen in Tasknar. Ich bin sicher, die Einwohner würden euch auch begrüßen. Geht's mal um, hinter dir steht was. Noch könnten. Guck mal, da oben hinter dir. Du erkennst den Alp sofort wieder. Du hast ihn mit den Ork-Anführern gesehen und er ist dir nach Grünhain im Traum erschienen. Oder nein, nicht im Traum. Sintoras! So treffen wir uns wieder, Tungdil. Wie hat dir meine Arbeit im Stollen gefallen? War doch ein netter Anfang, oder etwa nicht? Ein unheimliches Lächeln legt sich auf Sintoras Lippen. Wundervoll. Ich sehe den Hass in deinen Augen. Komm, hol dir deine Rache. Ja, nee. Was? Der muss jetzt mitkämpfen. Ich kann den nicht außen vor lassen. Dann, ich brauch die Alte, aber ey, die ist so übel. So, Pause. Pause, 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 Pause. Jetzt bin ich aber gespannt. Und jetzt? So. Warte mal kurz mit dir. Was? Den schicke ich gegen den Toras. Dunkel bleibt hier. Die Schnalle. Nein, die kennen jetzt in die Richtung. Die erinnern sich andauernd die blöden Zahlen. Das nervt ein bisschen. Sehr gut, der läuft dem hinterher. Genauso wie ich das gerne hätte.
Magie braucht ihre Zeit. Wenn es sein muss. Oh, fuck. Also gut. So, wo ist Jerun? Er ist da oben. Okay. Was denn? Ja? Und jetzt? Hm? Fuck, Jerun ist da mitten reingerannt. Scheiße! Was denn? Die schlagen verdammt hart zu. Scheiße, ich hab den mitten da reingeschickt. Kacke. Dass es den anderen erwischt hat, hätte ich auch nicht. Hab mich auch gewundert. Das wird jetzt wehtun. Auf den Weg. Was für eine Zeitverschwendung. Solche Kreatur. Ja? Sofort. Vielleicht bringt's was. Schluss Höre damit. Meine Macht. Also gut. Auf Vielleicht bringt's was. Das wird jetzt wehtun. Sofort. Sein muss. Solche Kreatur. Also gut. Auf den Weg. Vielleicht bringt's was. Sofort. Also gut. Wenn's sein muss. Auf also den gut. Weg. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Hm? Einverstanden. Für Frakas. Angreifen. Das geht noch nicht. Was denn? Ich sage, wenn ich bereit bin. Für Frakas. Sofort. Was für eine Zeitverschwendung. Hm? Auf den Weg. Sofort! Schluss damit! Batz, da war es endlich. Boah! Rückzug zurück! Verdammt! Warum seid ihr hier? Und warum könnt ihr noch Magie benutzen? Dein Meister hat ausgerechnet die am Leben gelassen, die man am wenigsten als Feind haben will. Husch, husch, kleiner Alp. Flieh! Dieses Mal hat euch eure Magie gerettet. Aber beim nächsten Mal werde ich vorbereitet sein. So eine Scheiße, dass mir der Typ mitten in die Straße rennt. Zeit, dass wir in eure Heimat kommen. Bevor wir ein kaltes Bier genießen können, stehen uns noch einige Tage in der Wüste bevor. Je länger wir reden, desto später kommen wir zu unserem Bier. Gehen wir. Level up! Aber es passiert nichts und wir geratschen weiter.
Ey, so übel. Ich meine, ich weiß nicht, ob der ein Schwert und eine Keule oder zwei Keulen hat. Ich meine, Schwert und Keule war die Bewaffnung von denen. So, wir sind dann auch gleich da. Und zwar jetzt, oder? Seit Tagen zieht ihr durch die Wüste. Der Sand ist einfach überall. In euren Schuhen, unter eurer Kleidung, in eurem Mund und euren Augen. Selbst die behelfsmäßigen Stoffe, die ihr euch um den Kopf gewickelt habt, helfen nur bedingt. Das ist doch kacke. Bin ich mit einer der Verteidigungsmechanismen, die man haben kann, wenn man halt in der Wüste quasi ist oder am Rand einer Wüste wie hier und die könnte von einer Seite kommen, dann kommen die, wenn die hier ankommen, ziemlich scheiße an. Also für ein paar Leute würden die Ressourcen wohl noch ein bisschen reichen hier an der Oase und sonst was, aber für ein ganzes Heer wird's eng. Naja gut, ab nach Ogertod. Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Ogertod trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe. Das blaue Gebirge. Die Berghänge werfen lange Schatten auf die darunter liegende Festung Ogertod, welche sich an die Ausläufer des Gebirges schmiegt. Mit ihren vier untereinander liegenden Verteidigungsterrassen sieht sie selbst aus der Ferne beeindruckend aus. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten, und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Ja, jetzt sind wir in Ogertod. Hier ist übrigens der Name, Begriff, Programm. Da sind einige Oger dran verreckt an dieser Festung. Warum lädt der jetzt nochmal? Was war das für 100%? Oder? Keine Ahnung. Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Sei gegrüßt. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Ork-Horden ziehen durch den Norden und den Westen, und das Tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das Tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für alle Mal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Gandugar. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Balendilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des grauen Gebirges. Ich habe es immer gewusst. Glaube ich nicht. Verrat! Und den Spitzohren! Möglich! Dafür sollen sie zahlen. Genug! Ihr Kurzsichtigen! Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben! Ja, und sogar mit den Dritten! Wenn wir das Tote Land besiegen wollen! Mein Großkönig, das kann nicht euer Ernst sein. Gefasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen. Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt. Okay, Kandidat. Was ist hier los? Oh, man sitzt da in dieser Kammer und auf einmal kommt dieser Riese aus Stahl da reingelaufen. Bum, bum, bum. Boah. Glaube ich auch ganz anders, wenn der vor dir steht mit seiner Keule und seinem Riesenschwert in der Hand.
mit dem Ding kann er sich auf einmal aufspießen und über Feuer rösten. Von oben bis unten. Aber wie kommt ihr darauf, ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab. Da. Dann mache ich das direkt. Warum soll ich jetzt hier dumm rumlaufen, wenn ich direkt mit denen labern kann? Macht überhaupt keinen Sinn. Ich nicht. Direkt das alles klären und danach kann ich mal ein bisschen rumluren. Tungdil, komm her! Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Ja, ich bin ein Vierter, ein Anwärter auf den Thron. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lord Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gandogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Lord Ionan half uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Lord Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Ich habe das Gefühl, eine Figur in einem Spiel zu sein. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gandogar als König der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er würde uns schwächen und dem geborgenen Land wäre nicht geholfen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not darf nur das gemeinsame Ziel gelten. Und welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Okay, Bürokratie, yay. Warum hat Gandogar so einen tiefen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet. Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Es klingt, als würde Gandogar eine denkbar schlechten Großkönig. Ich verstehe, warum ihr einen Großkönig Gandogar verhindern wollt. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Gandogars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandogar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Wie soll ich Gandogar aufhalten? Niemand wird für mich stimmen. Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Balendilin deutet zu den Stelen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird.
Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Okay. Ja, und was soll das sein? Welche Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gandogar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein. Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind, desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Ja, richtig. Seid ihr euch sicher, dass es das Beste für unser Volk ist? Ist das wirklich das Beste für unser Volk? Wenn ihr Gandogar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Das kriege ich hin. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tungdil. Balendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man Not-On besiegen kann. Sie vermutet, dass der Margus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für wortgewandt gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem Großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. Ja. Feuerklinge. Da klingelt's ein bisschen. Stimmt, da war was. Da war was. Oh, war die nicht super geil, die Waffe? Irgendwas war da. Ich krieg eine Rüstung. Er hält der Dolbohrer am Ende endlich mal mehr aus. Allerdings sehen wir das nicht mehr heute. Sondern im nächsten Part. Ich wollte jetzt die Walkerstatue eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier rumlaufen. Ja. Im nächsten Part. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Lasst wie immer Feedback da. Bis dann. Tschüss.